Willkommen zurück, Hogwarts Legacy Part 40 und das Spiel, ich weiß nicht mehr, wann es rauskam, 7. Februar oder so? Auf jeden Fall ist jetzt der 4. März, wenn ich das aufnehme und oh mein Gott, ich hab's noch nicht mal 28 Tage, aber ich hab jetzt schon Part 40. Ist da jemand süchtig nach dem Spiel? Nein, bin ich nicht so krass wie andere, also es gibt echt viele Leute, die haben das jetzt schon durchgespielt. Die Zeit habe ich gar nicht und ich glaube, ich bin eine echt langsame Spielerin, also... Ich gucke mir alles immer an, will mir das auch irgendwie immer alles aufsparen. Rebellion. Und ja, deswegen dauert... Ey, hier ist irgend... Oh, der Raum der Wünsche ist weggegangen. Und deswegen dauert das immer bei mir alles so ewig. Ich mache das ja noch nicht mal extra. Ich will das einfach genießen, weil es so cool ist, in Hogwarts zu sein. Und ich bin auch jetzt recht zufrieden hier mit meinem Avatar. Ich finde, ich habe den cool zusammengemixt. Cool zusammengestellt. Ach, wisst ihr was, Leute? Wir müssen nur nach Hogsmeade. Das ist einer der langweiligsten Wege, den wir sehr oft schon gelaufen sind. Und dann gehen wir einfach dahin. Vielleicht mache ich das mit dem Besen auch noch zwischendurch. Mit dieser Erweiterung, dass ich die kaufen soll. Aber ganz ehrlich, ich soll was für ihn testen, dass er Erweiterungen macht. Führen alle Wege nach Hogsmeade. Damit ich mir dann hier Erweiterungen kaufe. Naja, mal gucken. Doch. Gehen wir mal rein. Willkommen zurück. Revelio. Ich habe da einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. In diesem Geschäft, das von dem liebenswürdigen Albi Weeks geführt wird, werden alle Arten von Sportartikeln für Zauberer verkauft. Darunter auch die neuesten Besenmodelle. Albi selbst, so sagt man, arbeitet an einer Reihe von Besenverbesserungen. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Na, wonach suchen Sie heute? Ups. Kann ich mir ja gar nicht leisten. Ich kann natürlich jetzt Sachen verkaufen. Aber das... bringt... Danke fürs Vorbeischauen. Ja komm, jetzt kann ich mir das leisten. Jetzt mache ich das. Ich will aber eigentlich gar keine Verbesserung. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Danke fürs Vorbeischauen. Wissen Sie... Halb Hogsmeade hat sich im Laden nach den Gerüchten zu einer Besenverbesserung erkundigt. Ohne Ihre Informationen hätte ich doppelt so lange gebraucht. Vielen Dank nochmal. Ja, dann. Das mag ambitioniert klingen. Schenkt mir die doch aber umsonst. Ich arbeite bereits an der nächsten Verbesserung. Die ist noch komplizierter als die letzte. Haben Sie vielleicht Interesse, mir noch einmal zu helfen? Nein. Bei Irondale gibt es noch eine Strecke, die Miss Reyes gemeistert hat. Wenn Sie diese erste Verbesserung dort ausprobieren, kann ich die nächste entwickeln? Sie denken doch darüber nach, oder? Ja, ich mach das. Aber ganz kurz eine Sache. Ich find's ein bisschen scheiße. Du kannst Besenverbesserungen kaufen. Optional. Aber wenn du alle Quests machen willst, musst du das machen. Also, ich finde, er könnte ja sagen, ja, die haben wir jetzt dank Ihnen. Wollen Sie noch eine machen? Eine Verbesserung, dann ist es okay, aber ich musste die Kacke jetzt erst kaufen. Das finde ich ein bisschen scheiße. Als ob sie sich selbst übertreffen. Also ich brauche quasi Geld, wenn ich kann, dann helfe um ich. Die Quest zu machen. Danke. Dieser erste Erfolg ist erst der Anfang von dem, was ich für das Besenfliegen erreichen kann. Vor allen Dingen, ich will eh, ich weiß, melden wenn... Melden Sie sich schnellstmöglich wieder bei mir. Ja. Und dann geht's los. Tschüss. Ich weiß, wenn ich, ich will was anderes jetzt machen. Also ich weiß, wenn ich diese, wenn ich weiterspiele, irgendwann kriege ich einen Hippogreif. Dann fliege ich eh nur noch damit. Dann auf zum Wettflug. Ich finde Besenfliegen total scheiße. Und ich werde gezwungen, die Kacke zu machen. Das geht gar nicht. Das nervt mich sowas von extremst. So. Hier ist angeblich noch eine Kiste, da will ich rein. Ah, scheiße, sogar auf Stufe 3 das Schloss. Wenn ich jetzt bald Alohomora kriege, dann erstmal auf Stufe 1. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein in die drei Besen. Mal gucken, was sie Hallo. Möchte. Schön, Sie zu sehen. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass Sie hier waren, als Sie sie gefunden haben. Das bin ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Mhm. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren.
seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Aber jetzt sind Sie Freunde. Ja, ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, möchte ich mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Also ich will das hier noch wissen. Wissen Sie, woran Ranrock und Rookwood gemeinsam arbeiten? Ich weiß nur, dass sie anscheinend ein unliebsames Bündnis haben. Freundschaften zwischen Zauberern und Kobolden sind schon selten. Aber zwischen denen? Die sind garantiert auf etwas aus, das der jeweils andere hat. Doch ich fürchte, sie sind wie eine Schlange mit zwei Köpfen. Um ihre Pläne zu stoppen, müssen beide ausgeschaltet werden. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Ja, ganz kurz zur Information für euch, falls ihr ein paar Parts nicht geguckt habt, wo ich das erzählt habe. Ich habe ja diese Deluxe Edition gekauft und diesen Umhang, den ich anhabe, ist dieser Todesser-Umhang. Da waren aber eigentlich noch so Totenköpfe drauf, die so rumgewabert sind. Es gibt aber einen Mod, dass man die wegmachen kann, weil an sich sieht das cool aus. Nur das mit den Totenköpfen sah echt scheiße aus. Obwohl ich ansonsten Totenköpfe eigentlich mag, aber da sah es wirklich nicht gut aus. Und dann habe ich hier mir noch so Gothic Girl Schminke geholt als Mod. Hallo, schön dich außerhalb. Ansonsten die Haare und so ist aber vom Spiel. Gleichfalls, Amit. Willkommen im Eberkopf. Sitzen Sie, wo Sie wollen. Ich kann nicht sitzen. Du kannst hier als Figur nicht sitzen. Hallo Lodgok. Sirona sagte, ich finde Sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein, eigentlich wollte ich mit Ihnen sprechen. Es geht um Ranrock. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter Ihnen ist er also her. Genau. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, damit ich Ihnen einen Schritt voraus sein kann. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich Ihnen trauen? Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Tja, wenn Sirona Ihnen traut. Na gut, vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Ranrock seine Pläne entlocken. Ich bin ganz Ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Koboldrelikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag liegt. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Ranrock und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Na gut, ich beschaffe das Relikt, wenn Sie mir dafür Ranrocks Pläne verraten. Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Ja, alles klar. Dann machen wir das doch. Okay, da ist noch eine Kiste. Boah, ist das hier echt ein... Was, wie sieht der Boden aus? Ist das Stroh oder was? Okay, ein Riesenfass. Geld. Cool, sogar mit Terrasse. Heller Wüstenschal. Okay. Revelio. Ah, hier.
Heißt da, wenn da nichts kommt, dann sind die gleichwertig zu dem, was ich schon habe? Ich weiß es nicht. So, wenn ich schon mal in Hogsmeade bin, könnte ich nochmal in diesem einen Laden vorbei, wo man Pflanztische und sowas kaufen kann. Ja, genau. Ich muss nur geradeaus gehen und dann rechts. Ich kann mir die zwar jetzt gerade gar nicht leisten, aber ich kann ja schon mal gucken, auf was ich spare. So. Voll cool, dass sie 24 Immer Stunden geöffnet schön, haben. Ein bekanntes Gesicht zu sehen. So. Dieser hüpfende Kessel will ich haben. Ich will erstmal den mit großem Topf. Drei Mittelgröße wäre auch geil. Drei mittelgroße, zwei. Ich brauche einen mit großem Topf. Ne, den nehme ich. Ich nehme direkt einen mit zwei großen Töpfen, dann nehme ich einen mit drei kleinen Töpfen und dann mit zwei mittelgroßen oder mit drei mittelgroßen. Genau, das will ich haben. Oder ich nehme die mit fünf kleinen Töpfen. So. T-förmige Tränkestation. Ja, das will ich auch haben. Das heißt, ich brauche Geld. Ich will diesen hüpfenden Kessel haben, weil da zufällig irgendwelche Tränke gebraut werden. Ja, das ist auch natürlich geil. Das brauche ich alles nach und nach. Ja, das geht. Sieht ja nicht so schlimm aus. Dann machen wir jetzt erstmal diese Hauptquest weiter. Haben wir jetzt auch länger nicht mehr gemacht. Wir haben ja uns sehr viel in diesen Details verloren hier. Dann treffe ich mich jetzt beim Grab der Hexe. Revelio. Mein Rat bei unangenehmen. Ah, überall Schlösser hier. Das heißt, ich kann da nochmal richtig plündern, wenn ich Aluhumora kann. Und das könnte ich eigentlich schon lernen bei diesem Hausmeister. Aber mache ich jetzt noch nicht. Oh, diese hüpfende Kiste. Oh, ich muss nochmal nachfragen, aber ich glaube, die hat immer noch keiner gelöst. Sonst schreibt mir jetzt in die Kommentare, was man da machen muss. Vielleicht muss man da einfach unsichtbar sein. Bereit. Ja. Wir dürfen keine Zeit. Ja, Mist. Okay, ich probiere das gleich mal aus, unsichtbar in die Kiste zu gehen, weil das Auge würde mich ja dann nicht sehen. Was ist das für ein Relikt, das ich holen soll? Upsi, ich wollte dich nicht ein wertvolles Erbstück angreifen. Bekannt als Oertkots Helm. Die Hexe sah sich als Sammler. Den Helm als Schmuckstück. Ihr war egal, welchen Schmerz sie den Kobolden zufügte. Kobolde glauben, dass der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstands sein Erschaffer ist, nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Es mag Sie überraschen, aber ich halte diese Unterschiede nicht immer für unüberwindbar. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit Ihnen zu diesem Grab reise. Merlins Aufgabe kann ich später machen. Fuck, fuck, fuck. Ich brauche das Straßenköterfell. Hallo, hier. Da bin ich froh, dass man vom Mondstein und so wenigstens so viel sammeln kann, wie man will. Also bisher habe ich jedenfalls noch kein Limit erlebt. Ich weiß auch nicht, ob man es für Zaubertränke braucht. Man braucht es auf jeden Fall für Beschwörung im Raum der Wünsche. Und hier ist es, das Hexengrab. Ach, ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Hört sich voll schlimm an, Hexe, aber eigentlich sind da ja alles Hexen und Zauberer in der Welt. Revelio. Hallo, sollen wir da jetzt reingehen?
Ja, wir gehen da jetzt viel rein. Viel Glück bei der Suche nach dem Okay, Ring. Ich gehe da alleine rein. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Mhm. Renrock und Rookwood haben sich anscheinend verschworen. Warum nur? Ich hörte davon. Wenn jene mit finsteren Herzen sich verschwören, offenbaren sie ihre Absichten nur selten ganz. Ich kann nur spekulieren, aber ich denke, dass ihr Bündnis recht zerbrechlich ist. Hoffen wir, dass unseres stabiler ist. Also Rookwood ist doch der mit den Prüfungen, ne? Was macht diesen Helm denn so besonders? Erdkots Helm ist ein antikes, geschichtsträchtiges Relikt aus einer Zeit der Einigkeit zwischen den Kobold-Clans. Er inspirierte zu wahrer Größe, jedenfalls bis er nicht mehr unser war. Dann wurde er etwas anderes. Ein Symbol all dessen, was verloren ging, was uns die Zauberer genommen haben. Es zurückzuholen würde den Kobolden viel bedeuten. Und Renrock. Er wäre mir dankbar, wenn ich es zurückgeben würde. Mhm. Ich schätze mal, Sie wissen nicht, was mich in dem Grab erwarten könnte? Da eine dunkle Hexe involviert war, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie auf die dunklen Beschützer namens Inferi Nein. treffen. Die verderbten Geschöpfe gedeihen in Dunkelheit und Kälte. Vernichten Sie sie mit Licht, Kraft und am effektivsten Feuer. Danke für den Tipp. Jetzt ist mir alles klar geworden. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Danke. Ich werde hier sehnsüchtig Ihre Rückkehr erwarten. Bitte passen Sie auf. So. Eine Sache noch ganz kurz. Ich finde, also Harry Potter, die Story, ne, meine ganze Kindheit, mein Leben. Fantastische Tierwesen fand ich gar nicht so geil. Ich fand, das, die Atmosphäre der Welt kam gar nicht rüber in New York. Und hier bei dem Spiel, ich meine, es spielt in anderen Zeiten so, aber ich finde, die Atmosphäre kommt sowas von rüber. Hat mich echt total abgeholt, hätte ich nie gedacht. Ne? Ich war so skeptisch am Anfang. Fantastische Tierwesen finde ich immer noch doof, aber das hier finde ich verdammt geil. Verschlossen. Also hat man einfach Bock drauf. Da muss ich ein Schmetterling, brauche ich. Ein Schmetterling ist weg. Ist der das? Reparo. Nee, es ist doch nicht. Der eine Schmetterling ist... Motten. Seltsam. Ja. Lumos. Motten mögen Licht. Die Motte kommt jetzt hier rein und dann geht die Tür auf. Ist ja ähnlich wie dieses eine... Rätsel in Hogwarts. Ja, da kommen wir gleich lang. Ist hier noch irgendwas? Rebellio. Nee. Bei Merlins Bad. Mhm. Ja, okay, das muss ich nachher im Raum der Wünsche identifizieren. Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Ich muss wohl noch weiter. Ja, ich habe auch nicht gesagt, dass es das Grab der Hexe ist. Bin hier gerade am Plündern. Ey, ich brauche das Geld für den Raum der Wünsche. Sorry. Ja, dann mache ich gleich das Pulso. Depulso. Ja, mach jetzt. Contringo! Oh, geil, das hat sich gelohnt. Erasto Momentum. Nein, sorry. Ja, dich nehme ich gleich mit. Gibt es ja sonst noch irgendwas? Lumos. Ja, gibt es. So, wo? Hier. Ach du Scheiße, da muss ich drei Dinger hinmachen. Okay, eins habe ich gefunden. Hier ist das andere. Das ist ein cooler Dungeon bisher. Ich habe zwar Angst vor Inferis. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass die nicht da sind. Protego! Lumos.
Ist die eine wieder abgehauen? Ach ja, ich hatte Lumos nicht ausgemacht und die ist mir weitergefolgt. Ich glaube, das war das Problem. Okay, das dreht sich dann und dann kommt das so zustande. Habe ich hier irgendwas übersehen? Nee. Dann kann ich ja mal weitergehen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht allein bin. Ja, bist du auch nicht, aber... Das ist man in sowas nie. Es... Oh, scheiße. Es ist... Das ist immer verdammt gruselig. Incendio! Falso! Contringo! Verlasse den Moment des Helianos! Ringo! Diese Empfehlungen sind schrecklich! Ja, jetzt reg dich nicht so auf. Schnell weg da! Ach du Scheiße. Hauch des Todes brauche ich für irgendeinen Zaubertrank. Okay. Alles klar. So, hier oben, ja genau, wusste ich doch, hier ist noch was. Revelio. Rabenschwarzes Gewand. Das könnte ja sogar mal interessant sein. Naja, die sind schlechter. Rabenschwarzes Gewand, das ist besser. Ja, nee, aber das Lilane da sieht ein bisschen komisch aus. Ist doch nicht rabenschwarz, das eine ist lila, das habe ich immer drunter. Vor allem durch diesen Mantel sieht man das Blaue da dran auch nicht. Revelio. Also ziemlich gut, so. Inferis habe ich geschafft. Geil. Ist ja jetzt noch was? Ja. Noch mehr Geld, das ist gut. Ich glaube, die Mission hier, was Geld anbelangt, ist das echt hilfreich für mich. Hier ist noch was. Aber es scheint in einem anderen Raum zu sein. Und ich. Ne, da kannst du auch nicht hoch. Okay, dann geht's weiter. Sehr gut. Erstmal hier wieder Zeug einsammeln. Für den Mega-Power-Trank sehr wichtig, da ich ja jetzt auch schon einen verloren habe. Revelio. Und wir sind in noch einem Raum. Lumos. Wo ich das hier zur Tür führen muss. Die nächste Motte ist hier. Hallo Motte, komm mit. Ich bring dich an deinen Platz. Und wo ist die andere? Revelio. Ach, du bist hier oben. Upsi. Das heißt, ich muss erstmal wieder eine Motte von der Tür wegnehmen. Hallo, Motte. Lumos. Bitte geh hier hin. So, auf der Seite ist eine Motte und auf der Seite... Wenn ich es irgendwie antreiben könnte, dann ließe es sich vielleicht drehen. Nee, du sollst schon hier bleiben. So, wie kann ich das antreiben? Ja, so. Ah, okay, schnell. Boah, perfekt, ey. Ich bin heute gut in dem Spiel. Ich will mich jetzt... War da eine Ratte? Nee, keine Ahnung. Ich will mich jetzt nicht selber loben. Doch, da war sowas wie eine Ratte. Aber ich finde, es läuft. Ich habe hier gute Ideen und das scheint dann auch zu funktionieren.
muss man mal sagen. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder Inferis oder so. Okay, wahrscheinlich hier oben ist nur ein bisschen was. Ich weiß halt nicht, ob das der offizielle Weg ist, sonst muss ich gleich auch nochmal zurückgehen. Ja. Okay. Reparo. Okay, da brauche ich Accio. Accio! Die Plattform muss näher heran. Nur wie? Mhm. Ja, das, frag ich mich auch gerade. Ich nehme alles zurück. Hä, wo muss ich da mit hin? Vor allem, wer hat Wingardium Leviosa gemacht? Ich hab hier... Ey, Leute! Vielleicht hilft dir Accio. Accio! Wingardium Leviosa! Ach so. Das wird der Weg, oder was? Ja, die macht sich aus Skeletten im Weg, ne? Hä, was soll ich jetzt machen? Kann ich jetzt einfach springen, ja. Lumos. Malvinschal mit Schlossmuster. Was ist nochmal Ausrüstung? Oh, I ist Eulenpost. Wie man jetzt auf Ausrüstung kommt, keine Ahnung. Ich wollte den Schal anziehen. Okay, sieht verdammt scheiße aus, aber ist gut. Und deswegen haben wir das jetzt und... Ortego. Revelio. Was ist das? Da drin sind irgendwie Sachen. Da jetzt. Was denn jetzt? Wir springen einfach. Verstehe ich jetzt auch nicht, was ich da mit den anderen machen soll. Hat ja schon so gereicht. Das heißt, ich habe mich richtig entschieden. Revelio. Dass es eigentlich hier weitergeht. Ich habe also... Was hängt denn da? Alles das wirkt instabil. Mhm. Und hinab. Der einzige Weg. Mhm. Revelio. Ich würde erstmal hier alles einsammeln, bevor ich da runtergehe. Okay, noch ein Mega Power Trank. Ja, hier würde ich auch mal noch mal reingehen. Das ist nämlich auch ein Weg. Revelio. Okay, den müsste ich jetzt ja nicht bewegen. Doch, muss ich aber jetzt wahrscheinlich. Eine Feenmütze. Keine Feenmütze. Das ist ein bescheuertes Hütchen. Ich wusste nicht, dass Feen überhaupt so Hüte haben. Genau, jetzt muss ich hier runter. Jetzt brauche ich Wingardium Leviosa. Da, schön hier hin. Na, und was kriege ich hier? Ich hoffe, Geld.
Mittelgroße Bodenoberflächen. Okay. Egal, hat sich gelohnt. Dann, Ach nein, muss ich da jetzt echt runterspringen? Revelio. Kann ich... Ich will nicht sterben. Okay, hier ist Wasser. Bin ich ja erstmal beruhigt. Ich habe wieder mehrere Richtungen, wo ich reingehen kann. Ja, das hier ist aber nur rund. Dann gehe ich erstmal hier rein. Los, schwimm, schwimm, schwimm. Revelio. Hier ist nichts. Toll. Ja, das Gefühl, hier komme ich hoch. Hier. Alles klar. Also wenn ich wieder hoch muss, komme ich da hoch und ich kann den Haken ziehen. Wo ich jetzt aber noch nicht weiß, was das bringt. Dann, ja, oh, ich hasse Schwimmen. Ich hasse in jedem Spiel Schwimmen. Gehen wir mal in diese Richtung. Revelio. Irgendwie müssten ja langsam mal wieder in Feri kommen. Habe ich das Gefühl. Deine Reise ist beendet. Ich sag es noch und dann kommen die. Ich habe, glaube ich, schon mal gegen Inferis gekämpft. Kommen denn da noch? Ey, wie viel habe ich denn jetzt besiegt? Also wie viel waren denn jetzt hier? Geht ja gar nicht, ey. Oh mein Gott.
Ey, wie viel Hauch des Todes habe ich? Okay. Lumos. So, wo muss der jetzt hin? Da oben, okay. So, das heißt, ich brauche eigentlich... Aha, erstmal muss der dahin. Okay. Muss ich das wieder drehen, um irgendeine Erhöhung zu haben. Wo ist denn jetzt die Motte? Jetzt habe ich sie verloren, oder was? Dann kommt die jetzt halt. Achso. Die hatte ich schon. So. Oh, schneller, schneller, schneller. Nein, nein, nein. So, ich bleib einfach hier stehen. Das wirkt ja noch komplizierter. So, ich weiß, was ich machen muss. So. Lumos. So, jetzt habe ich dich. Und jetzt nehme ich dich mit zu... Hey, was für eine Verarsche, das ist echt kompliziert. Zu der Tür. Also hier kommt die jetzt hin. Mein Gott, das ist ja jetzt gerade nicht so spaßig, ehrlich gesagt. So, das muss da auf jeden Fall hin. Dann gehe ich da jetzt einfach erstmal hoch. Hä, wieso kann ich da nicht hoch? Expelliarmus! Rebellion! Ja, ich weiß. Ich weiß aber gerade nicht, wie. Ja, super. Jetzt habe ich einen Mega-Power-Trank. Und... Okay, man muss da einfach mehrmals die Pulse machen. So. Jetzt Lumos. Lumos. Oh, danke. Du kommst jetzt mit. Jetzt bist du hier. Jetzt ballern wir mehrmals den Puls so raus. Ah gut, sie ist wieder da. Und jetzt, bitte, bitte geh einfach hier rein. So, jetzt brauchen wir noch eins. Die ist da vorne. Das heißt, wir gehen runter. Nein. Ballern viermal den Puls. Nein, bleib hier drauf. Ballern mehrmals die Pulse raus. Nein. Lumos. Okay, erstmal nicht mehr unsichtbar sein, bitte. Lumos. Jetzt müssen wir wieder mehrmals den Puls rausballern. Wenn sich das dreht, sollte es die Plattform anheben. Das muss es sein. Lumos. Ich weiß. So, jetzt den Puls mehrmals. Lumos. Bitte, Lumos. Bitte, Lumos. Oh Mann, das ist doch zum Kotzen. Lumos. So,
Gut, das ist dann wenigstens wieder da. So, jetzt brauche ich nur noch eins. Revelio. Da hinten ist das. Okay, das kriege ich hin. Das kriege ich heute noch hin. Lumos. So, la la la. So, ich hoffe, das Ding ist einfach gleich noch da. Lumos. Das Ding noch da? Nein, es ist nicht. Es ist schon wieder hier. Nein! Ich habe einen Plan. Das kommt jetzt mit. Dann kommt das hier hin. Dann kann ich jetzt in Ruhe da hochgehen mit Depulso. Das mehrmals hochballern. Incendio. Ja, das jetzt mehrmals ballern. So, jetzt hat das, habe ich das weggeholt. Yeah! Sehr cool. So. Die letzte Ruhestätte der Hexe. Lord Gok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. Komm jetzt nicht nochmal in Feri, 100 pro. Eine Tote, das sollte ich Lord Gok zeigen. Okay, hier ist nochmal Geld. Da ist auch nochmal Geld. Da ist noch eine Truhe. So, auf jeden Fall in den Raum der Wünsche. Es muss irgendwo einen Mechanismus zum Öffnen der Tür geben. Okay. Ist das jetzt der Weg dahin? Ah, hier ist er. Hi. Lord Gok, der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm. Nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvorgekommen. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Renrock einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen. Aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Also gut, ich gehe. Gut, ich gehe. Gut, es gibt keine Zeit zu verlieren. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Renrock gutzustellen. Unerträglich, dass diese elenden Diebe jetzt solch ein Relikt haben. Ja, das machen wir sofort. Wir gehen jetzt allerdings erstmal in den Raum der Wünsche. Also das machen wir natürlich sobald weiter, aber... Und die Sachen sollten wir dann vielleicht auch mal verkaufen... Und auch Raum der Wünsche erstmal hin. Also die Quest geht natürlich im nächsten Part weiter. Nur der Part ist jetzt schon lang und ich muss mal. Deswegen muss ich den jetzt mal beenden. Erstmal hier hin. Oh, cool. Perfekt. Jetzt bin ich gut ausgerüstet. Dann noch einmal alles ernten. Und zurück nach Hogsmeade. Oder eher zu der Quest, wo wir eigentlich gerade hin müssen. Weltkarte. Ja, da gehen wir sofort hin. Aber ich will erstmal nach Hogsmeade. Einfach mal kurz einmal was verkaufen und dann ist der Part zu Ende und wir machen das. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade?
Wie oft willst du das noch sagen? Hallo, Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Naja. Ich will eigentlich ehrlich gesagt einfach Zeug verkaufen. Geil, wir können uns die ersten Sachen holen. Das sparen wir jetzt erstmal und machen natürlich das nächste Mal die Mission zu Ende. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, bis bald. Klar, ciao. Ja, und damit endet jetzt der Part. Wir holen uns den Helm auf jeden Fall zurück. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und bis dann. Ciao.